Willkommen bei Jagd Total. Heute Jagdhundetraining. Grundgehorsam im Revier. Außerdem Bockjagd im Juli. Und neu bei Jagd Total Trophy Review. Wir zeigen eure Trophäenfotos. Aber zuerst Jagdhundetraining. Eine der ersten Übungen, die man dem Jagdhund beibringen muss, ist das entspannte Beifußgehen. Man kann mit der Leine beginnen. Ziel muss es jedoch sein, dass der Jagdhund in jeder Situation und auch bei Ablenkung frei bei Fuß folgt. Diese Übung lässt sich sehr gut bei jedem Reviergang trainieren. Im weiteren Verlauf wird die Schwierigkeit erhöht und man läuft zum Beispiel durch unwegsameres Gelände. Dabei muss sich der Hund stets an seinem Führer orientieren. Immer wieder kommt es im Jagdgeschehen vor, dass man kurzzeitig eine besondere Situation abwarten muss. Dafür muss der Jagdhund das Absitzen sicher beherrschen. Ich persönlich nutze das Sitzen nur für kurze Momente, bis zu maximal einer Minute. Anders ist es allerdings beim Ablegen und Warten. Hier wird der Jagdhund an einer bestimmten Stelle abgelegt und muss so lange dort liegen bleiben, bis er von seinem Führer wieder abgeholt wird. Dabei ist es egal, wie groß eventuelle Ablenkungen sein können. Ich lasse meinen Jagdhund immer zuerst bei Fuß sitzen, bevor die Position verlassen wird. Auch Ablenkung, wie hier ein zufällig vorbeifahrender Mountainbiker, muss der Jagdhund tolerieren und liegen bleiben. Wussten Sie, dass man das Ablegen und Warten ohne Probleme auf 2 Stunden ausbauen kann? Vor allen Dingen muss der Jagdhund natürlich im jagdlichen Einsatz gehorchen. Der Schuss ist für einen Jagdhund, der bereits im jagdlichen Einsatz steht, ein besonders hoher Reiz. Man sieht an der Reaktion von Chef, dass er genau weiß, dass nun eigentlich etwas Action ansteht. Für mich ist es wichtig, dass mein Hund seine Position nicht verlässt. Ein Hinsetzen oder Aufstehen wäre in dieser Situation völlig in Ordnung. Nach dem Schießen lasse ich bewusst etwas mehr Zeit vergehen, damit der Hund lernt, dass es auch einfach mal ganz entspannt weitergehen kann. Eines der wichtigsten Kommandos ist für mich das Halt-, Stopp- oder auch Down-Signal. Mit dem richtigen didaktischen Aufbau und einer entsprechenden Konsequenz wird der Jagdhund in jeder Situation, ob in einem Gefahrenmoment oder bei flüchtigem Wild, zuverlässig reagieren. Ab der nächsten Folge von Jagd Total möchten wir mit der Rubrik Trophy Review Fotos von euren erfolgreichen Jagden zeigen. Schickt uns dazu eine E-Mail mit eurem Trophäenfoto und dem Stichwort Trophy Review an carsten@jagd-total.de. Wir prämieren dann eines der Fotos mit einem besonderen Preis. Und jetzt Bockjagd! Ja, ich jage heute mit einer ganz alten Hahn-Bock-Büchsflinte. Die hat das Kaliber 222 Remington und hat einen Schrotlauf von, ich glaube, 67,5, 16, altes Kaliber. Ja, hier habe ich die Büchsenpatrone. Das ist eine kleine, überschaubare, süße 222 Remington mit einem Teilmantelgeschoss 3,24 Gramm. Und damit geht's jetzt los. Schon bald bekommen wir einen Schmalrehenanblick.
Einige Zeit später folgt ein zweites. Der Abend vergeht an diesem schönen Julitag wie im Flug. Und plötzlich... Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Da kommt Bock raus. Vom letzten Drücker. Den kann ich schießen. Ich mache mich bereit. Und warte auf den richtigen Moment. Der Bock liegt. Ich freue mich über den ersten Bock in diesem Jahr. So Leute, jetzt hat es doch noch auf den letzten Drücker geklappt. Ich bin natürlich total happy, sauber getroffen. Und jetzt warte ich mal noch ein paar Minuten und dann werde ich runtergehen und nochmal genau nachschauen, was ich da erwischt habe. Hinten getroffen, aber das passt schon. Ja, vom Gehirn her ganz leicht vereckt. Weidmanns Heil. Wenn dir Jagd total gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal über den Button irgendwo hier auf dem Bildschirm und besuche auch unsere Facebook-Seite. Über eine positive Bewertung und Kommentare zu diesem Video freuen wir uns sowieso immer. Wer mit seinem Jagdfoto an Trophy Review teilnehmen oder mit uns in Kontakt treten möchte, der schickt uns eine E-Mail an carsten@jagd-total.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und Weidmanns Heil, das war Jagd Total.